Herzlich willkommen zurück. Ein neuer Tag, ein neues Glück hier für unseren Sim, der nun ja mal wieder im Bett liegt und schläft. Das heißt, wir spielen jetzt einen neuen Tag. Gestern war es ja schon ganz erfolgreich. Wir haben fleißig gehackt, haben jetzt die Aufgabe Lerne zu Hause. Und das werden wir dann auch machen. Und zwar werden wir... ich glaube, ich sollte ein bisschen Logik verbessern, oder? Ja, Logikfähigkeit verbessern könnte auf alle Fälle nicht schaden. Das heißt, wir können dann aus unserem Inventory den Logikband 1 hier lesen, sobald wir munter genug sind. Wobei, vielleicht sollten wir uns auch noch was zu futtern machen. Das machen wir zuerst. Und zwar essen wir ein Frühstück. Und zwar können wir Pfannkuchen machen. Und danach werden wir ganz gemütlich uns irgendwo hinsetzen und was lesen. Ich schalte wieder hier auf ein bisschen schneller. Einkaufen von Lebensmitteln. Ja, und zwar kann ich das in Geschäften kaufen. Kann ich es eigentlich auch am Telefon bestellen und mir liefern lassen? Das wäre hier die Frage. Wo ist eigentlich mein Telefon? Smartphone. Telefoneinstellungen, Netzwerke, SIM-Anrufen, Dienste. Dienstanrufen. Dann schauen wir mal, welche Dienste es dann so gibt. Ansonsten muss ich dann wohl mal einkaufen fahren. Unsere Kochfertigkeit hat sich jetzt nicht erhöht, aber wir spachteln hier leckere Pfannkuchen. Qualität normal, ne? Das geht doch. Und er räumt das auch gleich wieder weg. Wir sollten uns dann wirklich mal um eine Geschirrspüler und um Waschmaschine und Trockner umsehen. So, jetzt wird gelernt. Gemütlich zu Hause, so wie es auch angesagt ist. Schauen wir mal, wie lange er dafür braucht. Wo sind eigentlich unsere Fähigkeiten? Hier, das heißt, wir haben Logik 1 derweil. Und wir haben Kochen 1. Das ist doch schon mal was. So, und so wie er hier liest, schafft er auch gleich seinen Logikfähigkeitenpunkt. Und dann kriegen wir gleich noch ein paar Pünktchen für unsere Belohnungen auf Lebenszeit. Da gibt es ja ganz brauchbare Sachen, die man sich kaufen kann. Ups, das wollte ich nicht. Erst wenn er hier... Genau. So, das hast du geschafft. Lerne zu Hause. Das habe ich doch gemacht. Na, vielleicht wird es dann erst am Ende abgerechnet. So, wen können wir denn beim Smartphone anrufen? Was für Dienste gibt's denn? Adoptionsdienst? Nee, das wäre ein bisschen zu früh. Barmixer-Handwerker, Butler. Also können wir nicht. Das heißt, ich muss einkaufen fahren. Oder einkaufen gehen. Die Frage ist nur, wo haben wir denn ein Geschäft? Supermarkt, frisch auf den Tisch. Lebensmittel einkaufen. An Angelunterricht teilnehmen, auch nicht schlecht. Aber wir gehen Lebensmittel einkaufen. So, und da sind wir schon in diesem wunderschönen Lebensmittelmarkt, beziehungsweise, ja. Was wollen wir denn kaufen? Herbstsalat klingt doch gut. Achso, das sind die Rezepte. Ja, aber ich nehme mir da gleich mal ein paar mehr. Tofu, Hotdog, Macaroni mit Käse. Waffeln kann ich schon. Normalen Hotdog und einkaufen. Zu Hause. Interessant. Fisch gibt's hier. Catfish. Knutschender Gurami. Ein Hummer. Ich nehme auf alle Fälle mal eine Sardelle mit. Das klingt lecker. Tofu könnten wir brauchen. Würstchen, Käse, Ei. Ein Steak ist nie verkehrt. Tomate, Salat, Kartoffel. Ey, ich sagte, eine Zwiebel wollte ich auch noch. Habe ich die schon? Ja. Kona-Bohne, keine Ahnung, was man damit macht. Mitternachtsbohne, Paprika. Knoblauch kann man immer brauchen. Okay, das ist jetzt schon mal eine ganze Menge, würde ich sagen. Das kaufen wir alles. Und wenn wir schon mal hier sind, was könnten wir denn dann noch machen? Ja, ich weiß, das ist alles schön und gut. Nein, ich möchte hier überhaupt nichts und nein, gar keine Hilfen. So. Und wo könnten wir denn noch hinschauen? Ah, wir haben jetzt gerade jemanden kennengelernt und ich werde angeflirtet. Wait, das sehen wir uns doch lieber aus der Nähe an.
Wer flirtet uns denn hier an? Oh, die wird auch dicker, wenn man näher ranzoomt. Auch nicht gut. Ich kann hier jemanden beobachten. Wen beobachten wir denn? Ich habe jetzt nur einfach so drauf geklickt. Ah ja, was ist denn mit diesem netten hier? Mit diesem netten Mädel? Ah, ich habe jetzt hier meine... Ach, so funktioniert das. Ich mache jetzt gerade hier eine Observation mit sehr guter Tarnung. Ja, das ist doch toll. Na gut. Wie sieht's denn eigentlich bei unserer Karriere aus? Keine Fähigkeiten, Gelegenheit zur Verfügung. Okay. Was gibt's denn hier an Lebenszeitbelohnungen eigentlich? Okay, da können wir noch gar nichts leisten. Gut, dann lassen wir das auch einfach. Und sobald wir hier fertig observiert haben, am besten verfasse ich am Computer einen Bericht, den ich dann an die Polizei schicke. Ah, so funktioniert das also. Gut, dann hätten wir das jetzt auch schon gelernt. Und wir gehen nach Hause. Und dann können wir hier am Computer anscheinend Ermittler Beobachtungsbericht schreiben. Das heißt, ich habe hier wirklich eine Gleitzeit. Das ist wunderbar, denn so komme ich doch ganz gut zurecht. Was ist das hier? Ein Schachturnier. Hm, wäre auch nicht schlecht, aber dafür haben wir jetzt keine Zeit und so gut sind wir ja auch noch nicht. Und unsere Ermittlerklamotten sind ja mal wirklich heiß, würde ich sagen. So, wie geht's uns denn? Harndrang, Hygiene. Ja, dann würde ich sagen, wenn wir mit dem Bericht fertig sind, aufs Klo, unter die Dusche. Und Energie haben wir jetzt auch schon wieder keine mehr. Können wir dann noch eine Kleinigkeit essen? Achso, die Einkäufe müsste ich eigentlich auch mal... nee, kann ich... Wo ist mein Inventar? Pflanzen? Ich will die nicht pflanzen. Ich will sie auch nicht essen. Ah ja, ich muss es nur in den Kühlschrank packen. Gut. Bin ja noch nicht so der Sims-Spezialist. Das heißt, wir packen das alles hier mal in den Kühlschrank. Was hast du jetzt vor? Computerspiele spielen. Na gut, wenn du möchtest, warum auch nicht. Ist ja kein Problem, mach das mal. Während ich hier das Ganze, die Einkäufe auspacke, jedem das seine. Macaroni mit Käse können wir auf alle Fälle basteln. So, und jetzt könnte ich, ja, jetzt kann ich Tofu-Hotdog, Herbstsalat, normale Hotdogs, also da kann ich schon einiges machen. Aber wir sollten dann definitiv schlafen gehen. Wasser sparen. Blitzblank. Genießt die Einsamkeit. Genießt die Dusche. Schläfrig. Ja, dann würde ich sagen, dann schlaf doch mal, ne? Genau. Und wir schlafen vor allem, bis wir wieder munter sind. Um uns dann als nächstes, nee, da warte ich noch, bis es in der Früh ist oder Mitternachtsimbiss, vielleicht könnten wir auch in der Nacht Ermittlungen anstellen. Was ich noch mal kurz schauen wollte, wäre, können wir uns hier fürs, wo ist denn das hier, Badezimmer, gibt es hier die Waschmaschinen, Wäsche, eine Waschmaschine, Trommelwirbel, 295, okay, und für die Küche, wie viel kostet ein Geschirrspüler? 300, oder die Primolux, wo ist denn da der Unterschied? Hm. Und die Primoluxo? Strahlend sauber. Ich meine, das klingt doch schon mal ganz gut. Das leisten wir uns jetzt mal einfach, auch wenn wir danach komplett pleite sind. Genau, so machen wir das. Das heißt, jetzt haben wir eine wunderbare Geschirrspülmaschine, die ich vergessen habe, farblich anzupassen. Einen Moment, kann ich das nochmal eben hier nachholen? Hm, geht das Ganze... auch ein ja, dunkler, genau. Und dann diese Farbe, geht die auch dunkler? Hm, schwarz, schwarz. Hm, keine Ahnung, warum sich das nicht so machen lässt, wie ich will. Aber egal, wir wollen ja keine Schönheitspreise gewinnen. Deswegen ist mir das ziemlich, ja, Wumpe, wie man so schön sagt.
Jetzt haben wir auf alle Fälle auch einen Geschirrspüler und wir haben nur noch 4 Simoleons. Das klingt doch gut. Okay. Du hast dich entschlossen, nicht zu lernen? Das stimmt überhaupt nicht. Ich habe gelernt. Oder hätte ich das irgendwie anders machen müssen? Na super. Wir machen uns auf alle Fälle nachher ein gutes Frühstück. Und zwar machen wir wieder Pfannkuchen. Und alles andere sieht ja hier sehr, sehr gut aus. Und danach könnten wir... Nein, ich möchte nichts über meine Nachbarn wissen. Kann ich hier irgendwen observieren? Oder geht das nur bei öffentlichen Grundstücken? Das wäre hier auch noch die Frage. Einen Ermittlerfall erhalten. Ach so, dann gehen wir mal zur Polizei nachher und erhalten einen Ermittlerfall. Wenn das eh gleich die Straße runter ist. Ah, und ich kann die Feuerwehr beobachten. Mhm. Die führen sicherlich auch was im Schädel, die alten Brandstifter, die... Und auch hier die Papyrusbibliothek kann ich beobachten. Niedere Polizeiarbeit erledigen könnte ich natürlich auch machen, ja. Aber ich schau mal, ob es einen Ermittlerfall für mich gibt. Warum denn auch nicht? So, wie sieht's bei dir aus? Du rührst noch immer dein Frühstück zusammen um 4:30 Uhr morgens. Das ist doch auch eine schöne Sache, Frühaufsteher. Und wir sind jetzt zweiter Weg. Gegrillten Käse und klebrige Carbonara. Mmh. Das klingt doch lecker. Ah ja, Qualität lecker haben wir sogar. Apfelpfannkuchen. Okay, hat er sich umentschieden oder was? Oder hat er ein bisschen das Rezept variiert? So, und jetzt kannst du deine neue Spülmaschine gleich ausprobieren. So, umziehen und ab geht's zur Polizei. Mit dem Taxi. Kannst du nicht einfach die Straße runterlaufen? Das würde auch schon ganz gut helfen. So. Wo bin ich denn? Hier. Und? Habe ich jetzt einen Fall erhalten? Nee, du liest nicht Vorbereitungen auf den Profisport. Na dann mach mal niedere Polizeiarbeit. Gut, mehrere Optionen, bla 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 bla. Karriere, Belauscher. Mehrere Optionen. Kartenleger. Ach so, das war meine andere. Verstehe. Aber wir erledigen jetzt erstmal niedere Polizeiarbeit. Das ist doch auch gut. Was haben wir denn hier? Auf die Universität vorbereiten. Nein, machen wir definitiv nicht. Ja, das könnte vielleicht ein bisschen dauern, bis wir hier fertig sind. Normaler Betrieb. Durchschnittliche Leistung, Papierkram. Polizisten treffen. Logikfähigkeiten trainieren. Nee, ich mache normalen Betrieb jetzt mal fürs Erste. In dem Baum wackelt's ganz bedenklich. Und wie lange machst du das? Sag mal. Okay. Hab 80 Simoleons verdient. Nein, du liest es nicht nochmal. Sondern, wir könnten hier auch nochmal die Bibliothek beobachten. Ist ja noch früh am Morgen. Du sollst nicht im Internet surfen, du sollst die Bibliothek beobachten, mein Freund. Ach so, da kannst du nicht hin, okay. Na dann besuch mal die Bibliothek, vielleicht können wir uns da auch was ausborgen. Also er kann da nicht hin, aber er kann da hingehen, verstehe. Kannst du es jetzt beobachten? Ja, er wird sich daran erinnern, das ist doch toll. Wer ist das hier? Dory Hart. Okay, so, er beobachtet jetzt in seinem hübschen Ermittler-Outfit. Fällt überhaupt nicht auf. Hallo, Yolanda. Was können wir denn in der Bibliothek machen? Durchsuchen. Nicht lesen. Mhm. Okay, und ich kann ein bisschen was lesen. Das ist doch immerhin etwas. Und zwar kann ich lesen. Geschicklichkeit, Kochen. Ja, die kenne ich.
Die wichtigen kenne ich schon. Dein Freund, die Gießkanne, will ich nicht. Kann ich hier mit... die stinkt, die brauche ich jetzt nicht. Kann ich hier was lesen? Die Rechte der Lamas, G-Pod, Pointillismus. Ist das etwa giftiger Efeu? Was willst du mir damit sagen? Was haben wir hier? Abstrakt mit Truthahn. Also irgendwie... Charisma, Kochen... hier gibt's nichts Aufregendes. Jagen oder Sammeln. Ah, hier ist die Kinderspielecke, ist natürlich auch schön. Computer haben wir selbst zu Hause. Also irgendwie reizt mich das alles hier so gar nicht. Und zum Flirten bin ich ja auch nicht hier. Es ist ruhig, zu ruhig, okay. Na dann beobachte noch ein bisschen weiter, vielleicht findest du hier noch was raus. Gesetzesbrecher es nicht wagen würden, hier bei mir aufzukreuzen. Ich verstehe. Ja, was machen wir denn dann mit diesem hübschen, angebrochenen Tag? Ich würde sagen, wir pausieren und ich entscheide das mal bis zum nächsten Mal, was wir machen. Macht's gut, bis bald, euer Chris.